Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich habe hier unten mal versucht, ein bisschen Licht reinzubringen mit Kerzen. Jede Menge Kerzen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich damit glücklich bin. Also ich weiß auf jeden Fall, wir haben zwar da oben Strom, da sieht man ja die kleine Lampe, aber hier unten mit Lampen, ich weiß nicht, ich will die ganzen Kabel hier nicht rumhängen haben. Und ich hätte vielleicht so eine Zwischenebene bauen sollen, aber tagsüber ist hier halt doch verdammt dunkel. Jetzt weiß ich nicht, hier würde ich vielleicht, ja, wie Kronleuchter runterhängen lassen. So wie jetzt hier zum Beispiel in der Küche. Finde ich eigentlich ganz okay. Aber hier draußen kann ich auch nicht wirklich Kronleuchter runterhängen lassen. So, okay, dann würde ich sagen, was machen wir? Wir haben auf jeden Fall viel Arbeit und noch weniger Wasserhähne. Nach wie vor. Was ich aber abends noch geschafft habe, ist das Ganze. Ach ja, ich hatte hier ein bisschen Besuch. Ein Schreihals hat mir ein paar Cops auf den Hals gejagt. Und ich glaube, da waren. Das war ja sogar hier, oder? Ja. Zusammen haben wir das ja erledigt hier. Genau, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich bin alt, vergesslich. So. Was machen wir denn heute? Wir haben auf jeden Fall fünf Messinghahn-Dinger. Und zwei mit, ja, in Silber, sage ich jetzt mal. Ich bin aber überlegen, dass wir vielleicht die doch verwenden. Und, ja, ich würde sagen, wir gehen heute ein bisschen mal wieder ein Haus oder einen Raum einrichten, sage ich mal. Deswegen nehmen wir mit das hier, falls wir Teppich brauchen. Dann. Na, Wasserhahn nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Schmiede können wir mitnehmen. Die zwei Betten können wir auch schon ins Gästezimmer hochbringen. Bisschen Beton, Dusche, Blümchen, Fernseher. Ach, eigentlich kann ich alles mitnehmen, oder? Irgendwie schon. Ich weiß jetzt aber, dass ich hier trinken habe und hier habe ich auch ein bisschen Essen. Dann muss ich vielleicht gar nicht bis nach Hause. So. Das da bauen wir vielleicht noch und die Stühle und ich brauche viel zu viel. So, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles. Ich glaube, im Minibike ist auch noch ein ganzer Schwung drin. Okay. Esszimmer. Also Küche war fertig. Speisekammer war auch fertig. Kann man einfach so lassen, würde ich sagen. Speisekammer ist halt auch nichts Besonderes. So, ich lasse jetzt einfach mal die Türen auf. Und ich würde sagen, wir gehen hier in den Raum. Das wird einfach nur große Sitzflächen, ein paar Regale, vielleicht ein Fernseher. Es wird einfach so eine ganz entspannte, gemütliche Sitzecke oder wie sagt man da, Saloon oder so, wo halt, ja, sich die Leute dann nach einem guten Essen hier einfach ein bisschen zurückziehen können zum Verdauen. Oder aber man geht raus spazieren in den schönen Garten. So, das heißt, wir brauchen Sofa. Wir brauchen Fernseher. Ich würde sogar sagen, nee, ich habe den nicht dabei. Jetzt habe ich den großen Fernseher nicht dabei. So, Dusche brauchen wir nicht, aber die Dinger brauchen wir. Nachttisch können wir nehmen, so ein bisschen als. Und ich würde gern diese, wie heißen die, Endtable-Dinger machen. So, deswegen, ich würde jetzt einfach sagen, wir klatschen hier eine große Sitzecke hin. Und wir haben ja auch Duschglas dabei. Dann würde ich sagen, wir machen hier auch ein kleines Aquarium rein. So. Ich habe jetzt aber nur kein Dings dabei, wie heißt, kein brennendes Fass oder so. Dann hätte man nämlich auch so ein, ja, so ein Kamin. Na, falsch. Also so ein Kamin, Feuerkaminglasbehälter hier machen können. Aber gut, so. Soll uns jetzt nicht weiter stören. So, einmal. Jetzt muss ich den wieder vernichten. Ich den komplett falsch gesetzt habe. Wo habe ich denn eigentlich jetzt den großen Fernseher? Ich hatte doch noch einen großen Fernseher. So, ach, hier drinnen noch. Ah, ich glaube, hier finde ich kein Wildschwein zum Schlachten und ich glaube, das brauche ich jetzt gerade auch nicht. Für mich hier eigentlich ziemlich sicher. So, na, da kommt die Sonne ein bisschen durch. Sieht richtig schön aus. So, kann man sich hier schön hinsetzen und die Sonne wärmt einem dann den Rücken. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben einmal rechte Seite, einmal linke Seite. Würde ich vielleicht einmal umdrehen.
Und dann machen wir da einen großen, fetten Fernseher hin. So. Zack, passt. Dann habe ich wieder keinen Platz. Ah, habe ich Holzdinger? Jawohl. Das ist gerade halt so ein kleines Problem bei mir. Ich würde fast sagen, wir machen hier ein komplettes Aquarium hinten dran, oder? Oder sollen wir hier... Oh, wir machen ein Aquarium über Eck. Wir machen ein Aquarium über Eck. Das ist doch eigentlich ganz gut. So. Dann kommen hier die Glasdinger rein. Ich kann ja noch genug davon dann wieder herstellen. Oh, ich war doof. Ich war doof. Ich sollte erst aufwerten. So. So, aber ich brauche ja Farbe. So, muss ich die leider schweren Herzens wieder zerstören. Hier. Fernseher brauchen wir nicht. Oh, es sind ja nur 3 Stück. So. Aber so mache ich das nicht. Ich würde sagen, wir nehmen dafür blau. Das einzige Wasser, das wir kriegen. Einfach hier, zack, rein, zack, hier. Hier brauche ich kein Wasser, weil da kommt dann praktisch ja, Seitenwände hin. Das heißt, wir brauchen hier Seitenwand. Und dann brauchen wir natürlich noch die Decke. So, fällt mir eklig auf den Kopf. So. Hin und her. So. Zack. Jawohl. Sehr gut. Und hier übers Eck. Ja, hat auch nicht jeder. So ein riesen Aquarium. So, dann werten wir das noch auf. Und dann können wir das nämlich alles rot anpinseln. Dann passt das. Wir nehmen unser Rot. Die Wände hier sind auch so weiß. Ich glaube, dann tut hier ein bisschen Farbe auch ganz gut. Oh nein! Jetzt kriege ich die da oben ja nicht. Oh, ich muss nochmal Glas herstellen, ganz viel. Na, ah, das gefällt mir jetzt auch nicht. Ach Mann. Ich weiß nicht, wo ich heute schon wieder mit meinem Kopf bin. Ich auf jeden Fall nicht hier. So. Zack, schön rot anpinseln. So, und ich muss nochmal, ich muss doch nach Hause. Müssen wir doch schnell zu Hause futtern vielleicht sogar. Trinken. Und dann wieder hierher. Ich glaube, hinter dem Sofa, das kriege ich auch nicht angepinselt. Oder? Oder? Vielleicht mit dem da? Schweren Herzens? Nein, okay. Ich krieg das nicht wegen der blöden Couch. Aber. Soll ich die auch nochmal alle herstellen? Ich habe ja genug Zeug. Streng genommen habe ich alles im Überfluss. Also gut. Was macht man nicht alles für ein schönes Ambiente? So. Weg damit, weg damit, weg damit. Anpinseln. Ja, mich stört das einfach, wenn das Holz dann da durchschimmert. Es geht so nicht. So, dann bauen wir nochmal das hier. Das hier. Hat schon die richtige Form. Und habe ich das jetzt so gehabt? Nee, da war gar nichts, genau. So, so war das. Perfekt. So, sieht schon viel besser aus, wenn es angemalt ist. So, das heißt, ich baue jetzt nochmal ein Glas. Wird schon nicht einbrechen. Das ganze kaputte Glas brauche ich auch nicht. Ich schmelze mal Sand ein, reicht vollkommen. So, und dann machen wir auch alles blau. Oder sollen wir oben rot machen oder weiß machen? Oben könnten wir vielleicht weiß machen. Weiß. Gehen wir in die Hocke, dann geht es ein bisschen besser. Und dann brauchen wir, ja gut, 10 reichen, glaube ich sogar. Aber ich würde halt gerne noch ein paar Duschen bauen. Und deswegen hätte ich da dann ganz gern diese Glasblöcke. Oder ich nehme für alles einfach diese Platten. So, was liegt da alles? Zerbrochenes Glas. Ja, komm, verschwindet. Ich brauche euch nicht. So, dann haben wir nämlich hier ein richtig schönes Aquarium. Fische müssen wir erst noch bestellen und dann könnte man da sogar durch Fernseh gucken. So, wir wissen alle, was da hinten jetzt reinkommt. Und zwar Nachttisch und Blümchen. So, den stellen wir mal hier hin.
Oder nee, wir machen ja sogar zwei. Wir haben Blumen ohne Ende. Und wir könnten rein theoretisch hier Sofa hin. Nicht Sofa. Doch die. So. Kann man sich schön gemeinsam so ein bisschen hinsetzen. Warum nicht? Die bauen aber dann einen Tisch. Und ich habe keinen Platz. Okay, ich würde sagen, wir schmeißen mal schnell die Betten oben in die Gästezimmer. Ich brauche gar keine Waffen, aber ich, keine Ahnung. Ich scroll gerade so einfach ein bisschen in der Leiste rum. Also, das heißt, wir brauchen zwei Betten. Wo wollen wir schlafen? Ich würde sagen, wir schlafen hier an der Seite. Die kriegen auch kein Himmelbett, weil es sind nur Besucher, Gäste. Hier, so an die Wand. So, jetzt gucken wir mal. Das müsste man dann drüben vielleicht auch so hinbekommen. Welche Wand habe ich denn da jetzt? Ich bin vergesslich. Hier an der Wand. Das wäre praktisch hier an der Wand. Können wir aber hier eigentlich komplett... Ach doch, komm. Machen wir hier so. Aber unter das Fenster, unter beide Fenster. Nehmen wir mal hier. Unter die Fenster. Es ist halt blöd, weil es drei ist und also die Fenster drei haben und die Betten nur zwei. Egal. Zack. Passt. Gut. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz. Ein Beistelltisch. Genau. Machen wir mal 20 Stück. So. Dann können wir nämlich wieder runter. So, und da stellen wir jetzt nämlich einen schön dazu. Und Schreihals ist auch schon wieder da. So, passt. Hätte ich vielleicht ein bisschen Abstand lassen können. Nee, warte, warte. Ich glaube, ich mache das doch anders. Oder? Kurz überlegen. Sollen wir das so machen? Ich setze hier gerade mal ein paar Kerzen, dann habe ich nämlich wieder ein Plätzchen frei. Und mal hier. Ne, das sieht doof aus. Ich hätte eigentlich gern hier um den Fernseher herum was gehabt. Ich glaube, wir müssen das hierhin machen. Und wir können hier ein ans Aquarium machen. Und hier vielleicht ein paar Kerzen. Ah, jetzt ist schon weg. Sehr gut. So. Ach hier. Ich habe gerade die Holzdinger gesucht. Machen wir mal 6 Stück. Vielleicht reicht das schon oder ist vielleicht sogar zu viel. So ein bisschen Licht machen. Dann hauen wir den wieder weg. Und bei den beiden weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, die kommen auch nochmal weg. Oh ne, die könnten wir eigentlich so als Fernsehtischchen da stehen lassen. Ja, lass mal stehen. So. Zack. Aufwerten ein bisschen. Ja, ich pinsel da eh gleich drüber, deswegen spielt das halt auch überhaupt keine Rolle. Hier. Wie viel ich die aufwerte, nur einmal oder zweimal, weil es spielt keine Rolle. Wir kriegen weißes Holz, ganz edel. So, und... Aber da würde ich wieder die dunkelrote Tischdecke nehmen. So. Und das machen wir hier. Haben wir schon in Valhalla so, deswegen passt das ganz gut. So, passt. Hat mir hier schon mal auf jeden Fall die erste Sitzecke und was darf nicht fehlen? Genau, Blümchen ohne Ende. Es ist so schade, dass man nicht auf die Tische was drauf tun können. Aber wir können mit Holzplatten Regale bauen. So. Einrichtungsding einfach hier. ich würde sagen, über dem Fernseher. Ne, das sind die Kerzen, das brauchen wir nicht. Wir könnten hier oben noch eins hinstellen. Da werde ich nie im Leben hochkommen mit... ohne Hilfe. So. Zack. Und die machen wir wieder in diesem Schrankrot. Zack. So ein bisschen heller. Verschiedene Rottöne. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht.
So. Na, geht doch. Da kommen dann gleich Blümchen drauf. Wir können auch bei einem wieder so ein bisschen Bücherregal. Nee, machen wir nicht. Nee. Da kommen Blümchen drauf. Blümchen und eine Kerze. So. Dann haben wir da eine Kerze. Dann haben wir hier eine drauf. Blume und da auch eine Blume drauf. So. Ja, passt doch, oder? Nehmen wir hier noch unseren Klotz mit. Hier muss ich auch. Ja, da muss ich auch Hängeding machen. Stimmt, ich wollte ja eigentlich so Hängelichter machen. Eigentlich. Gut. Was könnte man jetzt hier eigentlich noch so hinbauen? Eigentlich hat man hier schon ein schönes, ja, Zurückziehgebiet. Können ja nochmal eine Sitzecke machen, aber nicht komplett das gleiche. Oder wir bauen hier einen kleinen Billardtisch rein. Das könnte man auch machen. So, zum Erholen noch ein bisschen. Wie viel Platz bauen wir dann? Machen wir mal so. So, vielleicht. Zack. Ich sollte aber auch erst aufwerten. So. Und anmalen. Was nehmen wir dann? Weißes Holz? Komm, wir nehmen weißes Holz. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich so an die Farbe jetzt, ja, Narren gefressen. Ich finde das irgendwie schön. So. Ganz edel. Und rot. Rot, rot, rot. Oben streichen. Und dann bauen wir natürlich noch unsere. Ach nee, warte, wir brauchen ja Platten hier außenrum, glaube ich. Damit es nach was aussieht. Dann habe ich schon wieder zu früh gemalt. Komm. Ah. Einmal. So, geht doch. So, wir brauchen nochmal zwei. Okay. Noch ein paar Platten. Kopieren brauche ich nicht, weil ist eh falsch. Zack, zack. Und hier nochmal drei. Ah ne, ist ja schon. So. Jetzt müssen wir nochmal streichen. Na. Egal, wir haben genug Farbe. Ich habe auch wieder genug angepflanzt. Also da besteht absolut kein Mangel. So. Ja, schön. Farbe. Überall Farbe. Könnten hier eigentlich auch ein bisschen Teppich reinbringen, oder? Sollen wir ein bisschen Teppich reinbringen? Weiß nicht, hier vielleicht. Ich würde ja gern so einen runden Läufer machen, aber irgendwie klappt das ja eh nicht. Das habe ich nämlich im Bad gesehen. Ich habe mir erst überlegt, so. Oder wir machen. Ah, ich habe keine Farbe mehr. Ah, muss ich nochmal schnell zurück. So. Stopp hier rein. Okay. Noch Schreihals. Also 3. 1, 2, 3. Das wäre, glaube ich, das Rundeste, was man hier irgendwie hinbekommt, oder? Aber das sieht halt irgendwie blöd aus. Ich weiß auch nicht. Und dann hier innen drin. Ja, gut, aber ich glaube, das geht. So, sollen wir jetzt einfach so. Zack. Teppich. Aber das sieht so doof aus irgendwie, oder? Sieht irgendwie doof aus. Ah, okay, wir machen einen kleinen eckigen. Einfach ein bisschen Teppich. So, machen wir alles weg hier. Sieht nach nichts aus. So, und. Ne, komm, da können wir noch einen roten Fetzen reinmachen. Zack, und schon hat man einen Teppich. So ein bisschen. Okay. So, wir waren hier stehen geblieben. Wir brauchen Pfosten. Das sind viel zu viele, aber lieber zu viel und dann mache ich es kaputt, als wenn ich dauernd nachmachen muss. Und immer die falsche Rotation. Fangen wir hier an. Zack. So, stehe ich im Weg. Das ist hier hinten. So, dann hier. Ach, egal.
Jetzt aber nicht verpassen, jawohl. Und die letzte Seite noch, dann haben wir das auch geschafft. So, okay. Da würde ich aber sagen, machen wir auch wieder Holz. Einfarbig hier, dann passt das. Also ich finde es halt echt unglaublich, was man jetzt einfach nur durch das Pinselfarbesystem, finde ich, kann man so viel mehr machen aus ein und dem gleichen Ding. Also man muss jetzt hier nicht Hängeschränke reinbasteln irgendwie, damit das eben schön aussieht, sondern ja, man kann es einfach anpinseln und dann passt das. So, dann kann man hier nämlich Billard spielen. Und was darf nicht fehlen? Ein Blümchen. So, wir machen mal hier. So. Und Blümchen oben drauf. Einmal. Ich glaube, da mache ich den aber auch schräg, oder? Ich mache den auch schräg. Kostet ja nichts außer ein bisschen Holz und kosten die auch ein bisschen Nägel? Ich glaube nicht. Ah, ne. Boah, ich bin doof. Ich bin doof. Okay. Ja gut, die 10 Nägel, die kriege ich noch hin. Das passt schon. Kann ich verschmerzen. Ah, ich weiß nicht, da war ich zu schnell. So, nein, ja, passt. Und Blümchen oben drauf. So, hier können wir jetzt aber auf jeden Fall, ich sollte vielleicht auch mal wieder Licht anmachen. Und diese Endtable-Dinger da. Ich weiß nicht, ich habe das am Anfang irgendwie immer nur, ja, im Englischen gelesen und jetzt weiß ich immer nicht, dass ich Beistelltisch eigentlich auch in die Suche geben kann. Total bescheuert, aber ja, so arbeitet mein Kopf. Das sieht blöd aus. Und das könnte man nicht machen, da haben die Leute nämlich keinen Platz zum Spielen. Egal. So, machen wir das gleiche hier nochmal. Aber gerade. Dann ein Tischchen dazwischen. Und die da sind blöd, deswegen kommen die hier wieder weg. Zack. Machen wir lieber hier noch einen geraden, so zwei Sitzer. Dann können wir dazwischen, genau, Blümchen stellen. Passt. Eine reicht. Obwohl zwei noch symmetrisch. So. Eingebettet im Blümchen. Gut. Hier drüben könnten wir eigentlich auch ein Sofa hinstellen. So. Machen wir einfach ein langes Sofa. Machen wir so. Und stellen hier einen Tisch daneben. So. Passt. Nein. So. Hat man hier eine ganz schöne kuschelige Ecke. So, jetzt ist mir hier aber zu wenig. Hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen leer. Könnten denen hier noch einen Schachtisch irgendwie hinstellen? Man weiß ja nicht, was die Leute vorhaben. Machen wir einfach einen Klotz, oder? Also einen Klotz. Können wir dann nämlich dementsprechend... Das sieht aber blöd aus, wenn die direkt daneben sind. Brauche ich vielleicht doch ein bisschen Abstand. Zack, zack. Weg damit. Und das ist zu weit weg. Muss ich hier Stühle nehmen? Passt ja eigentlich nicht so da rein. Nee, das passt nicht rein. Das geht nicht. Okay, überredet. Dann machen wir das halt so. Aber nicht in dieser Farbe, sondern... Pinsel? Pinsel hier. Passende Farbe hat er schon. Oben würde ich sogar sagen, das Holz können wir lassen. Ja, nochmal hier. Was könnte man denn hier reinmachen? Ein Regal vielleicht? Komm, wir machen hier ein Regal rein. Ein paar Bücher. Es kann ja auch sein, dass man hier was lesen möchte. Machen wir einfach, was haben wir denn? Ist das ungefähr die Mitte? So ein Dreier-Set vielleicht? Nehmen wir mal vier. Machen wir vier. So. Machen wir hier in der Mitte vielleicht noch frei. Kann man so ein bisschen durchgucken. So. Das ist halt
einfach nur improvisiert. Da hat man Platz, also baut man hier irgendwas hin. So, jetzt bauen wir rot. Schrank rot. Machen wir erstmal hier die Seiten. Okay, soll ich jetzt hier hinten hin Platten machen? Oder soll ich es offen lassen zum Durchschauen, eine Blume reinpacken und eine Kerze? Das könnten wir eigentlich auch machen. So, einmal hier. Einmal Kerze, einmal Blume. Und der Rest, wie gesagt, ist dann Schrank. Brauche ich das wieder. Ja, es ist halt nicht nur zeitaufwendig, ein Haus zu bauen, sondern es ist auch zeitaufwendig, ein Haus zu dekorieren. So, komme ich da überall hin? Ich hoffe es. So, schön. Die letzten Ecken bitte auch noch. Jawohl, kriegen wir hin. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das vergessen habe. So, dann gehen wir wieder runter. Und hier wollen wir jetzt im Bücherregale. So. Nee, oder? Unten nicht. Nee, unten nicht. Hier oben wird alles voll. Und hier. Und hier unten machen wir vielleicht Schranktüren rein. So, schön die da. Oh, dann sieht das doch edel aus. Dann noch hier auf der anderen Seite. Obwohl ja die Türen ein bisschen eine andere Farbe haben wie das Schrankrot. Eigentlich ein bisschen komisch, aber gut. Wir können damit leben. So, ah, nee, warte. Hier oben, wir machen es ein bisschen edel. Falls ich es wieder finde, aber doch hier. So. Hä? Danke. Und dieses Schrankrot machen wir jetzt hier außen rum. So, zack. Ah. Passt. Ja. Dann hat man hier nämlich noch ein schönes Regal. Kann man sich auch hinsetzen und ja, entspannen. Dann haben wir den nächsten Raum eigentlich auch schon fertig. Da würde ich halt jetzt, wie gesagt, noch ganz gern einfach zwei Kronleuchter runterhängen lassen. So, und dann würde ich nämlich sagen, da haben wir Licht durch die Kerzen. Da könnte ich auch noch Kerzen packen. Dann würde ich sagen, wir machen die ein hier hin. Kommt sich auch nicht in die Quere mit dem Regal. Lassen wir jetzt noch eins runter. Nee, ich glaube, das ist dann zu weit unten. Oder? Mal kurz gucken, ob das vom Licht her was ausmacht. Ob das was bringt. So, setzen wir mal hier hin. Nein, nicht dahin. Da dran. Das war zu hoch. So. Okay, Licht habe ich aus. Kerze mal wegpacken. Ich glaube, das reicht eigentlich schon von der Helle her. Machen wir jetzt noch eins hier oben drüber. Dann brauche ich nämlich gar nicht hier großartig rumhüpfen und bauen. Machen wir hier zwei. Zack. Und die Kerzen drauf. So, und da soll man die anmalen oder soll man die lassen? Weil eigentlich ist es ja Decke. Ich glaube, die können wir auch so lassen. So, dann brauchen wir aber hier noch ein bisschen Licht. Nochmal eins über der Tür, das ist ein bisschen zu nah. Eins über der Tür und eins hier hinten. Schreihals ist auch wieder da. Nochmal höher, oder? Nee, das ist sogar die gleiche Höhe. Können wir eigentlich noch eins hier dran machen. So, machen wir mal das Licht weg. Ja, hat auf jeden Fall Licht. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Geben wir denen einfach noch ein paar Kerzen. Zwei Stück müsste reichen. Ja, und da sind die Fenster. Da ist es eigentlich hell genug. Ja, ich würde sagen, das reicht. Und da draußen läuft wahrscheinlich ein Schreihals rum oder eine Horde. Hallo, Schreihals. Haha, das war der Kopf. Naja, ich bin jetzt, im Nachhinein bin ich doch froh, dass ich hier die ganzen Eisenstangen habe. Ja, ich wollte erst nicht, aber doch, ist schon besser so. So, jetzt haben wir wieder nur einen Raum fertig. Ja, sieht so aus. So, jetzt würde ich
Da ist noch ein Schreihals. Ich glaube, ich habe Beton dabei. Guck mal, ob ich die auch noch erledigen kann. Ohne, dass sie mich erwischt. Oh, da läuft auch ein spazieren. So, und da ist noch eine. So. Uiuiui, was ist denn heute los? Lauter Kopfschüsse hier. Okay, ich würde jetzt Stahlrahmen... Nee, komm. Ich repariere das ein andermal. So. Mein Problem ist jetzt nämlich folgendes. Ich habe jetzt hier die ganzen Betten verteilt. Und wie ihr seht, ist jetzt mein Zuhause, mein Respawn-Punkt natürlich in dem Herrenhaus. Möchte ich aber nicht. Ich möchte nach wie vor in Valhalla aufwachen, falls ich nochmal sterbe. Und deswegen muss ich jetzt mein Bettchen nochmal umbauen. Beziehungsweise... was ist los? Okay. Ja. Ich habe schon ein Bett mehr hergestellt, als ich gebraucht habe im Herrenhaus. Und das setzen wir jetzt bei uns im Schlafzimmer einfach wieder ein. So. Oh, die haben hier so gewütet. Das ist abnormal. Ah, ja. Ich glaube, das sind auch viel die Schrotflinten schuld. Aber ich bin froh, dass ich sie hab. So, hochfahren. Wo habe ich das Bett? Hier, glaube ich. Genau, hier habe ich das Bettchen. Dann nehmen wir den Schraubenschlüssel. Ich glaube, Kerzen, die hole ich mir später gleich. Ich glaube, da ist gerade eine Horde unterwegs. Aber es ist halt so schön. Es interessiert einen nicht. Wenn man eine fette Basis hat, interessiert das einen nicht mehr. So, jetzt müssen wir hier das Bett zerstören. Ja, ich verliere gerade alles. Ich würde gern... Geht nicht. Okay. Eisen, Cotton, Eisen, Eisenrohr, Schraubfedern, die würde ich gerne mitnehmen. Der Rest ist ziemlich egal. Ja, Eisen ist jetzt auch nicht so wichtig. So, jetzt nehmen wir das Bett und setzen das im Grunde einfach nur wieder... Hey, warum willst du nicht... So, zack. Und jetzt ist nämlich unser Zuhause wieder hier und nicht hier unten. Eigentlich lustig, oder? Wenn man das so sieht. Eieiei. So. Kann ich auch direkt mal kurz nach dem Essen gucken. Jum, jum, jum. Habe ich hier wieder gebraten? Nö. Habe ich schon reingepackt. Essen. Ja, und ich bin voll mit Zeugs. So, das brauchen wir nicht. Nägel brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Tresor will ich auch ins Arbeitszimmer packen. Ja, Rest muss ich wieder mitnehmen. Ah, Stoff kann ich hier lassen. Und da ist die Wanderwade gerade. Es ist so schön. Die laufen und ich stehe hier. Und das interessiert mich nicht. Tür zu? Jawohl. Ja, sie kriegen zwar noch ein bisschen Schaden, ich glaube, das habe ich auf Stahl aufgewertet. Sie kriegen zwar noch Schaden, aber es fehlt denen kein Flügel mehr. Und das ist halt schon richtig gut. Und mein Wald wächst auch wieder, sehr schön. Aber momentan brauche ich auch kein Holz mehr. Das Gebäude ist fertig, zum Glück. Ist jetzt nicht wichtig. Ich hätte noch mehr Duschglas herstellen können für Duschen eben, aber... Ich nehme da einfach die Klappen. Man sieht auch von der Weite hier schon das Herrenhaus. Also ich finde es irgendwie cool. Und irgendwie schade jetzt, dass das so nah an der Hauptbasis ist. Das wäre auch eine super Außenbasis gewesen. Super sicher und toll. Aber wir können ja vielleicht eine Außenbasis bauen mit 11 Mauern. Nee, keine Lust. Das war nicht schön. Das war nicht schön. So, was hast du? Ein Rock. Da habe ich genug. Aufmachen. Wir fahren wieder hoch. So.
Wir brauchen auf jeden Fall noch genug andere Räume. Wir haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns. Ich würde mal aber sagen, ich fange einfach schon mal an. Weil, ja, wir wollen jetzt auch nicht jede Folge nur dekorieren. Aber so seht ihr halt mal, wie ich, ja, dekoriere. Ich habe im Prinzip keinen Plan. Ich weiß nur, hier soll ein Salon rein. Ich will eine Sitzecke und der war auch nicht geplant. Jetzt steht er da und es passt halt einfach. Hier war mir auch einfach zu frei und deswegen steht da jetzt ein Regal. Also es ist nichts geplant. Und hier im Esszimmer, ich weiß zwar, dass ich hier eine große Tafel haben will, aber wie es dann im Grunde, im Endeffekt dann aussieht, kein Plan. Müssen wir dann eben gucken. Und ja, damit ihr das halt auch einfach mal seht, wie das so bei mir praktisch funktioniert. Planlos kriegt man auch manche Sachen hin. Und hier daneben schön die Bibliothek. Ich meine, da werde ich halt viel, viel mehr Bücherregale reinbauen. Aber wie genau, weiß ich noch nicht. Oder einen halben Arbeitsraum. Sehen wir dann alles. Mal gucken, was wir zusammen machen, was ich, oder ob ich alles schon jetzt in der Nacht hier schmücke. Mal gucken. Aber ich bin schon begeistert. Also wenn man bedenkt, dass das hier vorher einfach nur ein riesiger Betonplatz war. Und jetzt hat man hier voll das Herrenhaus. Also man kann halt schon viel machen. Also jetzt gehe ich nochmal nach oben, weil unser Turm, ja, ist halt schon schön. Und jetzt hat man hier so ein Herrenhaus. Wenn man das erstmal sieht, wie riesig das ist, ist schon irgendwie cool. Und die Fläche, was jetzt eigentlich noch frei ist, oh, da ist schon wieder ein Schreihals. Da sieht man erstmal, wie viel die Horde erstmal durchbrechen müsste, um irgendwie auch annähernd bei mir zu sein. Und die ist tot. So, gut. Dann würde ich aber sagen, wir genießen die Aussicht auf unseren Garten, Swimmingpool, alles da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei 7 Days to Die und dann gehen wir mal ein bisschen looten, oder? Ich weiß, ich drücke mich jetzt so ein bisschen, weil ich echt Schiss habe gerade vor den Schläfern. Das ist wieder ganz, ganz übel, weil ich einfach so lange nicht unterwegs war. Deswegen ist gerade so ein bisschen, ich weiß nicht. kriegen wir aber hin. Wir müssen uns wieder abhärten hier. Genau, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.